Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Nummer 415 von Rata. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nummer 415 von Rata, das Ganze im April 2012 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Rata, das Ganze über Alles oder Nix Records erschienen. Wir haben hier das Ganze mit einem Pappschuber. Sieht ein bisschen aus wie so ein Paket. Premium Edition lesen wir hier, so draufgestempelt. Rechts dann so ein Kreppband und hier unten ein schwarzes X. An den Kanten jeweils beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Ja, kurze Info noch zum Albumtitel. Also meines Wissens war das seine Gefangennummer. Deswegen der Albumtitel 415. Dann haben wir hier hinten das Ganze wirklich wie so eine Paketmarke. Also hier auch mit Absender und so weiter, Infos, Barcode und darüber dann die Tracklist. Wir haben auf dem Album 18 Tracks plus hier auf der Premium Edition 4 zusätzlich, also 4 in der Original Knast-Version und 18 regulär mit jede Menge Features. Also mit dabei sind Berobas, Schwester Eva, Aram, Kaya, Celo, Abdi, Capo Aslak, Haftbefehl, Farid Bang, Echo Fresh, Sio, Kalim, Nate 57 und nochmals Aram Kaya. Also ohne Ende Features. Dann holen wir das Ganze mal aus dem Schuber, packen ihn zur Seite und das ist dann das eigentliche Cover. Also sieht aus wie so eine Interpol-Akte. Wir haben hier Rata abgebildet, dann hier ein paar Infos über ihn, Vollstreckungsdaten, Verletzung durch Folter, Tatverdacht und auch Fingerabdrücke. Premium Edition hier wieder drauf. Reguläres Jewel Case, seitlich beschriftet und auf der Rückseite nochmals die Tracklist und Infos. Gut, die kennen wir schon, deswegen würde ich sagen, wir schauen direkt mal rein. So, als erstes schauen wir natürlich mal das Booklet an. So, hier geht's los. Wir haben hier scheinbar Skizzen oder Textzeilen von Rata, handschriftlich. Dann hier so ein ausgerissener Teil einer Zeitung. Dann geht es hier weiter mit der Tracklist und Infos. Die schauen hier aus wie so ein Flugticket. Okay, also beim Artwork oder generell so beim Booklet hat man auf jeden Fall einiges hier sich überlegt. Hier geht es weiter mit der Tracklist. Und das ist auch spannend. Also wir haben hier tatsächlich so einen Kontoauszug von der Bank Austria. Also diese Bank gibt es tatsächlich, ist eine der größten Banken hier in Österreich. Sehr interessant. So, Kontostand hier 1.300.000. Also ist ein Scheck, genau, jetzt lese ich es erst, ist ein Scheck. So, weitere Infos, Tracks, dann geht es hier weiter mit Textzeilen. Dann hier scheinbar ein Plan vom Gefängnis. Infos zu Merchandise bzw. die Ankündigung von Sios Mixtape Spezialmaterial. Dann hier noch weitere Tracks in dieser Postkarte vermerkt. Credits. Also das Artwork kann auf jeden Fall was. Nochmal weitere Texte. Und zu guter Letzt noch eine Sure aus dem Koran. So, kurze knackige Danksagung. Ich danke Gott und den Menschen, durch die er handelt, für alles. Packen wir wieder zurück das Booklet und kommen zur Album-CD. Die kommt hier in Silber und auch hier haben wir wieder diese Crepe-Optik, also hier entsprechend beklebt und auch dahinter nochmal das X hier aus Crepe-Band. Gut, das war's soweit. Wir packen das Album wieder zurück in den Schuber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rata und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.